So, da sind wir dabei. Siren Blood Curse. Weiter geht's. Episode Nummer 3. Schauen wir mal rein. Kapitel Nummer 1. In der Vorschau hat man schon letztes Mal gesehen, dass es jetzt um die Tochter auch geht. Gehen wird. Wie gesagt, er hat dich voll verarscht. Also, die Tochter von Sam ist weg und wie es scheint, spielen wir die jetzt auch. Sah zumindest so aus. Bella Monroe, ja, sieht so aus. Wir sind im Saiga Krankenhaus. Ein Krankenhaus, ernsthaft jetzt. Dann kommen sie aus dem Krankenhaus. Oh Gott, in solchen Spielen sind die Krankenhäuser immer die krankesten Orte, die allerkrankesten. Wir werden mal gucken, wie es hier aussieht. In Silent Hill war es zumindest immer so. Ich bin gespannt. Rufen Sie mit Select das Hauptmenü auf und lassen Sie die Karte anzeigen. Manchmal erscheinen auch Ziele unter Zielsymbolen. Drücken Sie richtig, um eben zu wechseln. Alles klar, das haben wir ja schon rausgefunden. Oh Gott, ich höre da irgendwie vor der Tür irgendwas rumfleuchen und kreuchen. Okay. Gut, dann schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Rufen wir von der Rezeption aus Hilfe. Gut, wir sind, wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir. Wir müssen raus und rechts. Oh, okay, erstmal raus und rechts gehen. Und dann runter. Okay. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Oh, sie hat auch diese Gegnersicht. Merke ich gerade. Oh Gott, hier sind einige Gegner. Aber der nächste sollte hier sein. Da ist eine drinne, oder? Ja. Da muss ich hin, verdammt. Kann man die irgendwie... Kann ich da rüber? Sieht die mich? Ich hoffe mal nicht. Ich gehe ganz langsam. Ohne Licht. Und runter da. Okay. Die hat nochmal umgangen schon mal. Okay, okay. Jetzt sollten wir im unteren Stockwerk. Gehen Sie über Treppenhaus C hinab in den Keller. Warum soll ich denn in den Keller gehen, um Gottes Willen? Warum wollte ich denn da hin, wenn ich zur Rezeption muss? Moment mal ganz kurz, hier mich wohl verarscht. Mal weg hier. Da hinten ist es. Geradeaus durch, links, rechts. Also lass mich raten, die Kleine kann wahrscheinlich nicht kämpfen. Also ich schätze mal, dass die Kleine... What the fuck? Okay, da ist jemand drin und ein Skalpell in der Hand. Da unten sind noch welche. Oben. Hier seitlich und hier drinnen halt. Scheiße. Oh mein Gott. Ich gehe mal hier lang. Ganz langsam. Ganz langsam, Kleine. Okay. Oh Gott, ganz ruhig. Oh fuck. Oh fuck, okay. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh. Okay, das war knapp. Das war extrem knapp. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, hier geht es in den Keller runter. Warum auch immer wir jetzt hier in den Keller wollen. Lenken Sie den Spiel mit dem Überwachungsmonitor ab. Gehen Sie hinab in den Keller. Welchen Überwachungsmonitor denn? Okay, da unten scheinen welche zu sein.
Hinauf in den ersten Stock. Auf einmal. Jetzt muss ich in den ersten Stock auf einmal. Ist es euer Ernst? Okay, ich muss natürlich genau dadurch, wo die sind. Gut, von mir aus probieren wir das mal. Oh Gott, ist das ein Mannequin? Ich dachte, das wäre ein Shibito. Ich guck mal, kann ich hier rein? Nein, die ist zu. Okay. Da stehen zwei. Da sind zwei da hinten irgendwie. Was für ein Überwachungsmonitor denn? Ich hoffe, das lässt sich gleich rausfinden. Scheiß. Bleib dort, wo du bist. Oh, oh fuck. Wir haben einen Rezeptionsschlüssel gefunden. Und wir sollten mal in diesen Verbrennungsofen reingehen. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wir verstecken uns in den Verbrennungsofen. Fuck. Oh Gott, zum Glück sind sie so dämlich. Welche ist denn das? Ich kann momentan nicht wirklich unterscheiden, welche da wo ist. Deswegen muss ich jetzt mal raus. Das müsste die hier sein, ja. Okay. Ich gehe einfach mal dran vorbei. Oh yeah, ich glaube, das war gut. Ich glaube, das war gut. Möchte man meinen, wo sind wir hier? Ich habe auch keinen Herzschlagen, das heißt, jawohl. Wir scheinen in der Rezeption angekommen zu sein. Liegt hier irgendwas rum? Vielleicht eine Schrotflinte oder so? Kann sein, dass ich in jedem Spiel nach einer Schrotflinte rufe. Ja, es ist eine Schrotflinte, ist eine verdammt mächtige Waffe. Stockwerk 1. Okay, gehen wir mal kurz auf die Toilette hier. Da liegt hier irgendetwas herum? Nein. Nur wahrscheinlich ein Haufen im Klo, aber das möchte ich auch gar nicht wissen. Jetzt warte mal ganz kurz. Jetzt mal ganz cool. Wo ist denn die Rezeption? Die Rezeption ist da hinten. Ah, okay. Das sieht auf der Karte nur so extrem weit aus, aber das ist eigentlich gar nicht so wirklich weit. Okay, bingo. Jetzt sind wir in der Rezeption drin. Das ist ein Funkgerät. Liegt hier irgendetwas? Nein. Gut, benutzen wir mal das Funkgerät. Ah, da ist der Kameramann. Oh. Oh, shit, den hat's erwischt. Okay, fliegen Sie mit der Personaltreppe im Keller. Oh, fuck, okay, was soll ich jetzt machen? Okay. Ich sollte. Wo soll ich lang? Verdammt, wo soll ich lang gehen? Soll ich hoch? Soll ich hoch? Ich soll runter erstmal. Eins weiter runter. Und dann durch diesen Raum da. Okay. Scheiße, ich muss da runter. Zwar ganz schnell, aber. Oh, fuck. Da sind ja auch noch die. Nicht zu vergessen. Sind da ja auch noch die. Niemand ist da, verzieh dich. Geh. Oh, nicht da rein, da muss ich rein. Habe ich recht? Ja, da muss ich rein. Ach, da muss ich auch noch rein. Scheiße.
Okay. Was macht die da drinne? Du kannst eh nicht lesen. Geh da weg. Ernsthaft, ich muss da, genau da muss ich rein. Genau da, wo du gerade hinguckst, will ich hin. Wahrscheinlich. Oder das ist ein Wandschrank. Ich weiß es nicht genau. Ganz ruhig, Kleine, ganz ruhig. Die... Ordner, lenkt... Was war das? Lenkt die mit was aus der Küche ab? Lenkt die mit etwas aus der Küche ab? Wo ist denn die Küche? Ach so, jetzt muss ich erstmal... Jetzt muss ich erstmal in die Küche kommen. Okay. Das kann ich machen, das kann ich machen. Kann ich jetzt gleich durch. Da bin ich auch schon durch. Okay, ist das die Küche? Ja, wir sind genau vor der Küche. Dann wollen wir da erstmal rein. Was können wir hier ablenken? Kann ich die Tür zumachen? Das wäre mir um einiges lieber, wenn ich die Tür zumachen könnte irgendwie. Ah, Küchentimer einstellen. Oh shit. Oh shit! Oh shit! Okay, Mist. Da hat er uns erwischt. Okay, von hier dürfen wir nochmal anfangen, das ist okay. Auf jeden Fall nochmal hier runter jetzt. Nein, da ist keiner. Verzieh dich, da ist keiner, wirklich. Geh rein jetzt. Ja, genau dieses Geräusch da drinnen. Da musst du hin. Schau, schau. Verzieh dich in den Raum. Einfach nur reingehen. Nicht weiter nachfragen. Puh, okay. Alles klar. Dieses Mal... Na, die ist zu. Stelle ich den Küchentimer und bleib schön hier im Eck sitzen. Ich hoffe, dass hier mir vorbeiläuft. Ich probiere es einfach mal. Oh mein Gott. Oh Gott, das wird sowas von nicht gut gehen. Von welcher Seite wird sie kommen? Holy shit! Holy shit, das hat funktioniert. Geh, Kleine, geh, geh, geh. Sind wir richtig? Jawoll, jawoll. Oh. Wow. Oh Gott. Da ist voll einer hinter uns her, Mann. Oh, wie mies. Wie mies. Der ist uns die ganze Zeit auf den Fersen, wie es aussieht. Gut, okay, dann müssen wir... versuchen, ihn abzuhängen. Und das machen wir beim nächsten Mal. Verdammt! Okay, das heißt, er wird uns wahrscheinlich hinterher rennen. Das heißt, wir müssen uns dann schnell einen Weg bahnen. Höchstwahrscheinlich. Gucken wir uns einfach beim nächsten Mal an. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Bis dahin. Haut rein!